In unserer Parasha, Parashat Yitro, Titzen Kibote. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hoceiticha Me'eretz Mitzrayim, Ish bin den Gott, hast dich von Mitzrayim rausgenommen. Und man spricht immer, was ist die erste Mitzvah, dass die Juden im Berg Sinai bekommen haben? Die bekannte Antwort, und normalerweise man antwortet, dass die erste Mitzvah ist, zu glauben an Gott. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hoceiticha Me'eretz Mitzrayim. Ich bin dein Gott und du musst an Gott glauben. Emuna, das ist der erste Gebot. Vor den 10 Geboten in Berg Sinai war ein anderer Befehl an Volk Israel durch Moshe Rabbeinu im Namen von Hashem. Gott sagt zu Moshe Rabbeinu, Vayomer Hashem el Moshe, sagt Hashem zu Moshe, והגבלתה את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. Denn befehl war, dass während der Zeremonie von der Torah gab in Berg Sinai, niemand darf gehen in den Berg, Abstand halten und nicht gehen und auf den Berg Sinai. והגבלתה. Eine Grenze zu machen, eine Entfernung zu machen, damit die Juden werden nicht, wenn Hashem sagt, die 10 Gebote, auf den Berg gehen. Moshe war oben, Aaron daneben, 70 ältere Leute ganz unten und neben dem Berg die Juden gestanden und gemacht, eine Grenze sollen wir nicht gehen, neben dem Berg Sinai, wenn Hashem die 10 Gebote laut gesagt hat. Und dieser Befehl ist die Basis oder dem Prinzip für die ganze Tora. Hagbeletam, eine Entfernung zu machen. Es gibt viele Sachen, das darf man nicht in der Tora zu machen. Und unsere Chachamim haben gemacht eine Schärfung, eine Entfernung. Soll man nicht zu einer Sünde kommen, machen wir ein Verbot zu schützen der Tora. Zum Beispiel, am Shabbat darf man nicht schreiben. Eine von den 39 Tätigkeiten, Melachot Shabbat, das darf man nicht machen. Aber berühren eine Kugel ist kein Problem. Eine Kugelschreiber zu berühren, angreifen, auf den Platz lassen, kein Problem. Kommen unsere Weisen und sagen, wenn ich werde berühren auf eine Kugel, ist die Chance, dass ich werde auch etwas schreiben, sehr, sehr groß. Machen wir eine Entfernung. Mukze. Nicht auf eine Kugel berühren oder bewegen, soll man nicht dazu kommen, zu schreiben. Und so ist das Prinzip von der ganzen Tora. Soll man nicht Fleisch und Milch zusammen essen, machen wir Entfernung, nicht in derselben Mahlzeit. 6 Stunden nach Fleisch, erst dann Milch essen. Weil wenn von der Tora werde ich nach Fleisch Milch essen, kann die Möglichkeit sein, dass ich werde zusammen essen. Und zusammen ist ein Verbot von der Tora. כדי להרחיק את האדם מן העבירה, das ist die erste Mishnah, die erste Seite in der Talmud, Brachot, erste Seite, zu entfernen der Mensch von einer Gelegenheit, eine עבירה zu machen. Ist diese הרחקות, diese Entfernungen, das unsere Weisen gemacht haben, zu helfen uns, die Gebote und die Verbote von der Tora einzuhalten. Und deswegen sagt Hashem zu Moshe, zu entfernen die Juden von Berg Sinai. Damit sie werden wissen, immer nicht neben Berg Sinai stehen, weil vielleicht betrete ich auf den Berg und dann ist eine Todesstrafe. Abstand zu halten. Genauso beim Shabbat, genauso beim Kasher, genauso beim alle Halachot, alle Gebiete, alle Bereiche, kommt immer das Verbot von der Torah und dann kommt ein Schutz, das entfernt der Mensch von der Möglichkeit, von der Gelegenheit, zum Sünde anzukommen. Wenn der Mensch steht auf dem Dach und es gibt 40 cm Geländer, steht er nicht auf die letzte Millimeter, 6. Stock. Vielleicht er ist unten. Halt er immer eine halbe Meter, eine Meter Entfernung. Sicherheitsmaßnahme. Genauso beim Shabbat, beim Kasher, beim Tfilin und beim Alemitzvot. Und dieses Prinzip sagt Moshe im Namen von Hashem vor die 10 Gebote. Vehigbalta et ha'am, den Menschen unter Grenze zu bringen, Entfernung zu halten, damit soll man nicht zum Berg Sinai ankommen.
Und dieses Prinzip ist das Prinzip von der ganzen Tora und der ganzen Schulchan Aruch. Das haben die Juden diesen Kurs bekommen haben, bevor Hashem angefangen, die 10 Gebote zu sagen. Der Mensch muss wissen, Mitzvot zu halten, die Gebote und die Verbote. Man muss immer mit einer Vorsichtigkeit Maßnahmen den Mitzvot halten und nicht bis zum Ende zu gehen. Ich esse draußen in einem Restaurant nur Obst, Gemüse. Nicht gekochte Sachen, nicht Fisch und nicht Fleisch, aber weiß nicht, dass beim grünen Salat kommt Stücke von Salami oder von anderem Fleisch. Das hat er nicht gewusst. Erst nach dem ganzen Salat war so geschmackvoll, fragt er der Kellner, was war das hier, Öl oder andere Gewürze? Sagt er, Stückchen von Schwein. Dann fällt er um am Boden. Aber der, das halt eine Entfernung, überhaupt nicht zu essen, kommt nicht einmal dazu. Die Denkweise muss immer mit einer Sicherheitsmaßnahme. Und so werden wir die Tora bekommen, die 10 Gebote und alle Mitzvot, und richtig die Gebote und die Verbote einzuhalten.